Ich bin der Hans-Christian, bin verantwortliche Pflegefachkraft bei den offenen Hilfen. Hallo, ich bin der Dirk. Ich arbeite auch bei den offenen Hilfen und bin als Quereinsteiger dazugekommen. Zu dem Beruf der verantwortlichen Pflegefachkraft bin ich durch den Zivildienst, den es damals noch gab, gekommen. Habe da in einer Gemeinschaft von Menschen mit mehrfach geistiger und körperlicher Behinderung gearbeitet. Und habe mich so entschieden, Altenpflege zu lernen. Und nach der Altenpflege habe ich noch Weiterbildung zur verantwortlichen Pflegefachkraft gemacht. Ich bin gelernter Bäcker und Konditor. Und da ich nicht mehr so früh aufstehen wollte und mich das immer schon interessiert hat, mit hilfsbedürftigen Menschen oder Behinderten zu arbeiten, und ich zufällig auf die Anzeige gestoßen bin von den offenen Hilfen, und mich beworben habe und es geklappt hat, bin ich doch sehr zufrieden mit diesem Werdegang. Ein typischer Arbeitsalltag beginnt normal, dass wir drei Teamleiter uns frühst zusammensetzen mit der Chefin und besprechen, was war in der Schulassistenz, was gibt es in der offenen Behindertenarbeit und eben im familienentlastenden Dienst für Sorgen und Nöte. Und das wird dann kurz besprochen und dann starte ich mit Beratungseinsätzen, die Pflege oder allgemein Betreuung unserer Klienten, was mit einschließt, mal zum Arzt Termine wahrnehmen, sie zum Arzt fahren, Einkäufe mit ihnen zusammen erledigen. Und ich bin meistens im familienentlastenden Dienst vormittags tätig. Das heißt, wir fahren zu hilfsbedürftigen Menschen oder Menschen, die einen Schlaganfall gehabt haben, die Entlastung brauchen, die Familienangehörigen, die mal ihre Zeit haben wollen. Entlasten, die gehen mit den Leuten einkaufen oder machen sonst andere schöne Sachen, was sie auch gern machen wollen. Naja. Und nachmittags ist er meistens in der Hubertine, das ist auch eine Einrichtung von der Diakonie zur Kurzzeitpflege. Da hat man dann auch geistig Behinderte oder ältere Menschen. Ältere Menschen. Und im Haus Hubertine steht jetzt nicht die Pflege im Vordergrund, sondern einfach die Betreuung der Menschen mit körperlicher und geistiger Behinderung, dass die versorgt sind, wenn deren Angehörige mal im Urlaub sind oder durch Krankheitsausfälle nicht um sich kümmern können. Was für mich die Arbeit bei den offenen Hilfen ausmacht, ist die Vielseitigkeit. Dass nicht jeder Tag stupide verläuft wie der andere, sondern auch, dass einfach spontane Sachen passieren können, die im Dienstplan noch gar nicht geplant sind, weil es eben die Mutter, die ihren behinderten Sohn oder Tochter zu Hause pflegt, sich das Bein bricht und dann sind wir gefordert, schnell zu reagieren, den Betroffenen ins Haus Hubertine dann zu bringen oder einfach eine Betreuung zu organisieren über 24 Stunden, bis der Angehörige soweit selber in der Lage ist, was zu organisieren oder eben uns sagt, wir sollen uns für 3 oder mehr Wochen um den Klienten kümmern. Dem kann ich mich nur anschließen. Wie gesagt, sehr abwechslungsreich das Ganze und breit gefächert. Und wenn man das will, ist das eine tolle Aufgabe. Und man ist nicht immer nur im selben Betätigungsfeld, auch wenn Schulassistenz, wenn es da zu Engpässen kommt, kann es durchaus passieren, dass man mal einen ganzen Vormittag in irgendeiner Schule verbringt. Ich denke, das Wichtigste, was man braucht, ist Einfühlungsvermögen, eine gewisse Ruhe und einfach eine Offenheit für den Menschen an sich, egal ob er alt, krank oder behindert ist. Und die Empathie natürlich. Ja. Ja. Also ein gewisses Maß an Flexibilität muss man mitbringen und auch wollen, weil es kann sich mal kurz was ändern oder der Christian ruft mich an, Dirk, du musst jetzt mal dahin fahren und dann musst du das machen. Ja? Also wenn man sich jetzt für eine Tätigkeit bei den offenen Hilfen interessiert, kann man gerne jederzeit anrufen, mal Praktikum machen, hospitieren. Man wird nicht ins kalte Wasser geschmissen und so, jetzt mache mal, tue mal.
Es wird geguckt, welches Feld passt am besten. Ob es Schule, FED, offene Behindertenarbeit ist, das sehen wir dann ganz individuell, weil in jedem Bereich wird gesucht. Was ganz wichtig ist auch, glaube ich, dass man sagen muss, jetzt ich gerade als Quereinsteiger, dass wir ein sehr gutes Verhältnis haben zur Führung, zu den Führungskräften, zu du auch dazu, und auch zu den Kollegen. Und das ist ganz, ganz wichtig, ich sage fast in jeder oder in jeder Arbeit, dass da ein gutes Verhältnis besteht und das tut es. Und wichtig ist, dass wir uns immer auf Augenhöhe begegnen, egal welche Qualifikation man hat.